Дорогие друзья, liebe Freunde, wir sind heute in einer sehr interessanten Galerie hier in der sehr interessanten Stadt. Und ich lese euch jetzt mal etwas vor. Ich hätte das eigentlich jetzt umstellen müssen. Vielleicht kann ich das so machen. Und zwar ein Pastor aus Hessen hat unserem Künstler eine Seite hier im Gästebuch gewidmet. Und ganz kurz lese ich mal vor. Wir kennen Sascha schon 7 lange Jahre und schätzen seine Arbeiten sehr. Diese Ausstellung hat uns heute wieder beeindruckt, welche Gedanken, die den Weg in Holz und Stein finden. Alle guten Wünsche für weitere kreative Schaffenskraft, lieber Sascha. Die Initiativgruppe, da kommt dann der Ort nochmal, und das, die sind aus Hessen, also ein Pastor aus Hessen. Виктор, vielleicht noch mal ganz kurz auf Russisch das jetzt sagen, was ich gerade vorgelesen habe. Ja, da haben wir schon den Sascha noch mal, nicht, für Spätkanal, ja. Da. Ну, тут они написали, один немецкий пастор написал, что он знает художника Сашу уже много лет, и что ему очень нравятся его работы. И эта выставка тоже на него произвела хорошее впечатление. То, что он делает, это особенно работы из дерева и камней, и его наилучшие пожелания для дальнейшей работы, здоровья и сил. Ja, danke, спасибо. Ja, Sascha, dann können wir vielleicht mal ganz kurz, geben wir noch mal ein bisschen einige deiner Arbeiten durch. Du machst sehr viel mit Holz. Виктор, kann man mal sagen, auf Holz. Да, многие работы из дерева. Unter anderem, aber auch Metall. Metall hat и auch. Металл тоже. Ja. Нет, металла нет. Holz. Дерево, камни. Графика. Ага. Und Grafik, ja. А также, мол, я работаю с камнем. Vielleicht, schauen wir doch mal hier. Man kann gar nicht alle vielleicht zeigen. Это не насилие. Да, это против насилия. Нет, это не то, что да, против насилия, это то, что было у нас 10 августа. Да, что вот после это начала демонстрации здесь, когда определенные силы не стали признавать результаты выборов, и вот в этот день он сделал такую работу, где дерево плачет. Ja. Это глаз. Я. Глаз. Плакать. Это больше сюрреализм. Да, в таком стиле, что можно думать, что это или это слеза, или глаз. Или это где-то в одном месте. Gehen wir nochmal, jetzt gucken wir nochmal ein bisschen auf die Grafiken auch. Ja. Bitte. Ja. Ja, fangen wir da gleich. Ich habe leider Schluss eingestellt jetzt. Warte mal. Das war's, ja, das war so. Jo, so können wir. Ja. Ja. Acryl. Acryl. Ah, ja, ja, ja. Ja, sehr schönes Bild. Очень хорошо. Красивее. Ja. Фотографика. Ага. Осязание того, что у тебя рядом есть все это. Ага. Ja, schön, komm mal. Ja, ja, du hast mit den Glaser immer zu tun. Ja, 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 ja. Spezial neue Glaser. Ja, interessant. Also, кто-то тебе лезет туда внутрь.
Aha, übersetzt mal, Viktor. Ja, через глаза кто-то auf Deutsch. Auf Deutsch. Ja, jemand will in deine Seele über die Augen einsteigen. Fantastisch, genau das ist es. Genau das ist es. Genau das ist es. Ja, ein Bürger. Ja, ja, ja. Mit Schapka, Hut. Über Schapke. Ja, Schapke. Im Hut. Im Gorod. Ach, die, ah, Siogorod, alles im Schapke. Aha, aha, aha. Diese bestimmte Stadt. Interessant. Duett. Ja. Jetzt machen wir vielleicht gleich nochmal die Frage, wie Sascha eigentlich zur Bildhauerei und zur Grafik gekommen ist. Да, теперь если можно, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как вы стали художником и скульптором. Ну, это уже давно. У меня есть работа в мастерской, которой уже 40 лет. Ja, ja, es gibt schon die Arbeiten, die 40 Jahre alt sind. 40 лет, даже, если нет, даже некоторые даже и больше. Sogar über. Über 40 лет. Ну вот я их сохранил для того, чтобы они, как сказать, как талисман мой был. Ja, dass sie eine Erinnerung bleiben. И ну раз думаешь, неужели я это делал одной стамеской, одним инструментом такую работу? Dass ich denke jetzt, ob ich wirklich das mit einem einfachen Werkzeug geschafft habe. Keine Technik so irgendwie groß, sondern genau. Ja. Das war die Holzarbeit. И в те времена, когда мне скульптура так уже в душу запала, уже понял, что это мое, что мне же в душе что-то переворачивалось, когда я видел другие работы других художников, мастеров. Damals hat er das wirklich gespürt, dass es seine Sache ist und die fremden Arbeiten haben ihn auch schon berührt. Das ist ja nur, ja, wahrscheinlich, das ist seine Aufgabe auf dieser Welt. Ja, ja. Сейчас вы смотрите работу, каждая работа – это отдельный рассказ, это отдельный ответ о ответ на тот же вопрос, который ты задаешь. Если я работу делаю, то я ищу ответ именно на бумаге. Ja, die jede Arbeit ist eine Antwort auf die Lebensfragen. Und jedes Mal er sucht eine Antwort und als Ergebnis sieht er das. Aha. Die Kunst als Antwort. Ja. А где еще бывает так, что ты сделал композицию именно более объемный тоже возвращается в дерево, в камень, для того, чтобы... Все зависит от того, что ты, твоя задумка и твоя идея. В чем ты должен изобразить это? Если или на бумаге, или в дереве, или в камне. Все зависит от самой идеи и тоже себя внутри, души. Ja, alles kommt von der ursprünglichen Idee. Die Idee wird zuerst in dir tief geboren. Und dann kommt es zu der Verwirklichung auf dem Papier oder im Holz oder letzte Zeit in Steinau. Steinau. Können wir nochmal. Ah, da ist gerade Telefon. Sehr viel Aktion. Ich hoffe, dass es geht. Gleich mal hier. Ich habe leider falsch eingestellt, aber vielleicht kriegen wir das hin. Эту работу посвятил женщине, своему ангелу. Das ist sein eigener Engel. Терпение. Ах, so? Пружина. Вместо головы пружина. Вот, эмоции. Statt Kopf ist ein Feder. Also Gefühl. Ja, die Gefühle. Рука. Напряженная. Вот она. А это слабая. Die linke Hand ist schwach, die rechte ist sehr angespannt.
почти. И вот что бывает, когда пружину, эту эмоцию отпускаешь, она куда она выстрелит? Ja, wenn die spannte Hand sich entspannt, dann springt die Feder seine Gedanken. Aha. Verstehe. Сзади крыло, одно крыло, а второго нет. Und hinten ist nur ein Flügel. Ah, ja. Это символ борьбы. Das ist die Kampfsymbol. Внутри себя. Innerer Kampf. Sehr interessant. Aus welchem Holz ist das? Welches Holz? Какое дерево? Это марионный дуб. Ja, das ist das die Eiche, die schon viele Jahre im Wasser gelegen ist. Дерево прожило 300 лет в воде. Er vermutet, es ist 300 Jahre alt, ein geweihtes in Wasser Holz. И такой приобретает цвет черный. Und das ist die Farbe, das ist fast